Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, es gibt zwei kleine Änderungen, die ich jetzt offscreen vorgenommen hatte. Und zwar habe ich ihm hier eine Sonnenkanone gegeben. Das ist aber nur eine standardbasierte Version. Ich habe sie nur mit dem, also das Zielfernrohr habe ich nur noch modifizieren müssen. War somit auch eigentlich ein bisschen recht teuer. Ich habe den zweiten Power Armor Ständer jetzt noch abgeholt. Da habe ich jetzt die SB-Rüstung drauf gemacht und hier halt die Outcast-Rüstung. Und ansonsten noch zwei weitere hier hingestellt, damit ich halt gucke, dass das auch gerade wird. Und des Weiteren, was sich noch geändert hat, ich habe jetzt mal zwei Leute gesagt, sie sollen jetzt hier die Läden betrauen, damit wir halt auch mal an Munition rankommen. Weil sonst haben wir irgendwann das Problem, dass wir keine Munition mehr haben. Ich habe jetzt auch dem Liberty Prime Wächter das Gauss-Gewehr erstmal abgenommen. Und erst wollte ich ihm das Prototyp-Gewehr grenzenloses Potenzial geben, wo er halt nicht mehr nachladen muss. Hatte das auch auf automatisch gestellt. Also ich habe mir überlegt, ich will das erstmal mit einem Sniper ausprobieren, wie er sich damit schlägt. Jetzt ist es natürlich kein Best-of-Sniper, sondern halt ein normales Sniper. Und von daher, naja, könnte ein bisschen zu Problemen führen. So, ich gehe jetzt aber natürlich ohne Power-Rüstung los. Achso, das, was ich noch bauen wollte. Ah, das Wichtigste. Siehst du, das hatte ich nämlich vergessen. Und zwar müsste ich nämlich hier mal... Oh, wo war das drunter? Das war, glaube ich, hier unter Sonstiges, ne? Nee. Denn war es unter... Ne, Essen kann es nicht gewesen sein. Dann war es unter Energie Sonstiges, oder? Produktion, nee, Sonstiges. Was ganz Wichtiges, was wir hier unbedingt brauchen, nämlich so ein Dekontaminationstorbogen. Der wäre hier eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Danke, dass du dich gerade aus dem Weg bewegst. Es ist nur die Frage, wo stelle ich den hin? Oh, wir haben einen neuen Siedler. Okay. So, eigentlich würde es sich anbieten, hier den hinzustellen, aber... Ja, okay, man kann über den einfach rüberlaufen, das ist nicht das Ding. Könnte man den hier sogar anschließen. Ich gehe jetzt mal so richtig in die Tür rein. So. Damit wir auch immer die Strahlung mal wieder wegmachen können. Wenn wir da durchlaufen, haben wir nämlich keinen Strahlungsschaden mehr. Weil hier vorne... Mir geht's gut. Weil hier vorne haben wir ja das größte Problem überhaupt. Nämlich, wenn wir jetzt hier rausgehen, hier geradezu. Und ich wollte jetzt sowieso noch in die falsche Richtung gehen. Das wäre ja ganz, ganz verkehrt gewesen. Wenn wir da vorne nämlich rausgehen, kriegen wir ständig Strahlungsschaden. Das heißt, wenn wir hier vorne jetzt den Torbogen haben, brauchen wir jetzt nicht immer Angst haben. Ja, okay, gut. Wir kriegen den übelsten Schaden rein. Und ich wollte jetzt wirklich da vorne wieder raus. Da vorne wäre aber falsch gewesen. Und hier ist auch falsch. Nee. Du bist der Richtige dafür. So, heute ist jetzt an der Tagesordnung. Wir müssen einmal kurz nach Diamond City runter. Jetzt müssen wir hier halt durch den halben Vault laufen. Ich wollte mir dann auch noch eine Power-Rüstung von dort aus schnappen und sie dann hier mit runterbringen. Ich denke mal, zurück werden wir dann doch mit einem Vertibird fliegen. Mal gucken. Aber heute mal einmal wenigstens die Bewaffnung aus Diamond City rausholen. Das wäre so Nummer 1, was ich gerne machen würde. Jetzt muss ich kurz gucken. Ah, ihr teleportiert euch ja immer schön hinterher. Na, hier ist es der richtige Weg. So. Das heißt, wir rennen jetzt sozusagen einmal Richtung Diamond City. Also nicht Richtung Diamond City, sondern wir rennen Richtung... nicht Richtung. Wir gehen heute Richtung... Na, nicht... Ich glaube, ich bin fertig mit der Welt heute. Also wir gehen nach Diamond City. So, jetzt haben wir endlich den Satz nach dem 600. Mal endlich hingekriegt.
räumen da alle Waffen aus, die wir dort haben, und nehmen auch natürlich noch eine Power Armor mit. Heißt, ich werde mir jetzt natürlich Diamond City mal kurz auf der Karte markieren. Ah, Homeplatte kann ich eigentlich auch markieren, ist ja jetzt Jacke wie Hose. So, von hier aus müssten wir nur geradeaus laufen. Wir werden auch nur eine Power-Rüstung leider mitnehmen können. Ich könnte natürlich Kotzwurf wegschicken und mir vorher noch die nette Curie holen. Dann könnte ich sogar zwei Armors tragen. Dann schicke ich Kotzwurf. Ja, das wäre eine Idee. Das wäre eine super Idee. Das machen wir so. Dann schicken wir Kotzwurf nämlich direkt hier. Wenn der läuft, dann wackelt die ganze Erde. Das ist einfach nur Hammer. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich jetzt hier irgendwie nervös mit der Maus bin. Das bin ich ja sowieso, aber wenn der hier halt durch die Gegend läuft, dann wackelt die ganze Erde. Ja, und so weit ist es jetzt eigentlich auch nicht. Und ich denke mal, die ganzen anderen Power-Rüstungen... Okay. Okay, wir haben hier sogar noch viele Kugeln. Ah, da ist der Plünderer. Schöner Kopfschuss. Alter. Okay, das Gewehr ist geil. Ziemlich geil sogar. Machen wir hier mal kurz die Gule sauber. Der Kommunismus ist eine Lüge. Okay, wir haben hier glaube ich eine Raiderburg oder sowas in der Art. Wow. Ich sehe halt nichts. Ich höre aber, dass sie da drüben Spaß haben. Und ich würde gerne mit Spaß haben wollen. Ach, hier bist du. Ah, ihr kommt da natürlich nicht durch. Ihr wollt da aber unbedingt rein. Ja gut, dann mach ich euch mal die Tür auf. Ja, siehst du, ist verschlossen. Und jetzt macht der Unsichtbare... die Tür auf, wenn es endlich mal hinkriegt. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt. Cool. Erwischt. Oder auch nicht. Warnung. Keine optische Erfassung des Ziels. So, jetzt erwischt. Ja, mal. Okay, da oben haben wir noch ein Geschütz. Hier knallt's ganz schön. Mögliche Ziel entdeckt. Gott ist Demokrat. Der Teufel ist Kommunist. Gott ist... Einfach nur Hammer. Okay, dann nehmen wir uns hier mal ein bisschen was auseinander. Also ich feiere den. Alleine die Sprüche. Das ist schon wieder Hammer. Und unseren Revolver, den wir uns zusammengebastelt haben, der ist gar nicht mal so schlecht. Und mit dieser legendären Zeitlupe können wir eigentlich auch besser zielen. Oh, hier ist noch eine Tür, die abgeschlossen ist. Ah, das ändern wir gleich mal. Na komm. Jetzt aber. Ja. So. Und hier ist schon Diamond City. So, dann holen wir uns jetzt mal Curie ab. Unser Mechanist. Und werden dann sozusagen Kotzwurf zum Vault schicken. Dass er im Vault sein soll. Ich hoffe, dass er dann vorne an ist.
Weil sonst echt ein Problem. Okay, das ist wieder ein Automatron von uns. Davon haben wir ja recht viele. Da vorne kommt noch einer. Der aber irgendwie keinen Packesel bei hat. Na gut. Aber wie gesagt, das Commonwealth gehört eigentlich uns. Na, weil, wer will sich eigentlich mit uns noch anlegen? Freiwillig. Der muss ja denn schon lebensmüde oder verrückt sein. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir Curry haben. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne Leben mag. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich suche Curry. Curry. Curry? Keine Curry hier. Nein, du bist nicht Curry. Was? Ich suche Curry. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Wo ist sie denn? Wenn du arbeitest, kannst du essen. Also eigentlich müsste sie doch hier sein. Aber wo ist sie? Steht sie hier oben drauf? Nee. Okay, dann machen wir es anders. Dann aktivieren wir hier mal kurz die Alarmsirene. Das heißt, alle sind jetzt in Kampfbereitschaft. Muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Ach, hier ist sie. Tief gefallen. Curry, du weißt schon, Alarm und so, ne? Brauchst du etwas, Monsieur? Ja. Und zwar... Ich würde gerne noch etwas länger mit dir reisen. Dann sollten wir aufbrechen. Gut, und Cotsworth, du gehst nicht nach Grey Garden, du gehst nach Vault 88. So. Weil das ist jetzt auch die nächsten Currys neue Heimat. Und jetzt sagen wir ihr... Aufgepasst. Du brauchst etwas, oder? Nehmen wir die Rüstung schon mit? Ja, warum nicht? Ich werde mich vorher nicht darum kümmern. Ja, dann gehen wir da rein. Schnapp dir die Rüstung. Ah, und rein mit dir. Den Helm solltest du eigentlich tragen. Aber gut, du hast halt eben die Mecke in das andere Rüstung. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ja, die ist eigentlich schon ziemlich besonders geworden. Diese Einheit ist bereit für den Dienst. So, dann laufen wir jetzt mal schnell los. Ah, fährt jetzt Cotsworth los. Also den werden wir dann hoffentlich auch im Vault wieder antreffen. Ich denke mal, wenn er da ist, dann ist es deutlich besser. Auch wenn wir dann Curie da unten haben. Wenn wir dann halt wieder mal Power-Rüstung irgendwo abholen müssen. Und ich denke mal, ich werde das dann auch demnächst, also wir machen jetzt einmal hier nur eine Waffenrunde. Diamond City ist der beste Ort, an dem man... Werde ich dann auch demnächst die anderen Rüstungen so holen. Also sprich einmal offscreen, damit wir sie alle wirklich im World haben. Weil ich denke mal, das wird doch ein bisschen zu langweilig, wenn wir hier 400 Mal hin und her rennen müssen. Weil wir haben ja jetzt schon einige Rüstungen. Ich werde aber nur die Rüstung holen, die mir in Hangsman Alley zur Verfügung stehen. Also sprich, die wir da schon deponiert haben. Und die Rüstung, die wir hier in Diamond City haben. Nur diese werde ich holen. Weil wir haben ja noch in Covenant haben wir ja auch noch Rüstungen rumstehen. Und noch die eine oder andere Rüstung, die so irgendwo noch im Felde rumsteht, die wir uns auch noch nicht gegönnt haben. Die wollen wir ja natürlich auch alle mal irgendwann beisammen tragen. Aber das kommt nach und nach. So, jetzt hier erstmal gucken, welche nehmen wir denn jetzt mit. Haben wir hier einige rumstehen. Ah, unsere allererste Rüstung hier. Könnten wir eigentlich auch mal wieder mitnehmen. Aber wichtig ist jetzt an und für sich, sämtliche Waffen, die wir hier haben, ein Wunder, dass du dich überhaupt noch bewegen kannst, mitzunehmen. Weil diese ganzen Waffen, die wir hier haben, die wollen wir ja jetzt woanders haben. Das heißt, ich werde wohl wahrscheinlich wohl oder übel diese Rüstung nehmen müssen. Da komme ich nicht dran rum.
So. Weil sie ist ja schon so weit aufgewertet. Ja, wir sind immer noch überlastet. So, hier noch den Junk Jet. Wir haben ja hier noch Harpune. Hier haben wir noch eine. Und hier haben wir noch den Breitseiter. Und hier haben wir noch Aufzeichnungen ohne Ende, die ich jetzt auch alle mitnehme. Ich glaube, das war es aber auch soweit schon. Hier von der hohen Platte. Aber wie gesagt, das Problem von den hohen Platten ist halt, dass wir halt nichts aufbauen können. Deswegen verfrachten wir uns das jetzt alles in den Vault. Ja, ich möchte dann den Rüstungsständer, ich möchte die Schrautuniform mitnehmen. So, wie viel sind wir denn jetzt im Übergewicht? Das Doppelte, das wird sogar Curie nicht mit hinkriegen. Aufgepasst. Willst du etwas von mir? Ja. Und zwar möchte ich jetzt, dass du mal versuchst, hier ein paar Waffen mir abzunehmen. Und schon ist sie voll. Oha. Ja gut, das klappt so nicht. Und ich möchte unserem Wächter natürlich jetzt nichts in die Hand drücken. Aber es hat auch irgendwie was, wenn man so drei Power-Rüstungen hinter einem herrennt. Jetzt nur die Frage, wenn wir uns jetzt einen Vertibird holen oder sparen wir uns die Granate? Ich würde mal eher sagen, wir sparen uns jetzt mal die Granate. Wir spielen mal einfach ein bisschen auf Geizknüppel. Das heißt, wir marschieren jetzt so nach Hause. Wir haben ja eigentlich noch unsere alte Rüstung. Die war ja damals ganz cool. Mittlerweile nicht mehr so cool, aber immerhin noch okay. Also, verkehrt ist sie auf gar keinen Fall. Das ist halt unsere Wüstentarnungsrüstung. Ah, wir werden uns doch ein bisschen zu langsam bewegen, oder? Aber komm, so weit ist es jetzt auch nicht bis da hinten runter. Also, es war jetzt nur durch das eine Raider-Gebiet. Und das wär's eigentlich auch schon. So, aber wir haben dann jetzt auf jeden Fall sämtliche Waffen wieder mit. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, dort die ganzen Waffenstände mal ein bisschen aufzufüllen. Dann sehen die nicht so leer aus. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, wenn wir wieder im Vault sind, weil es ja unsere, sag ich mal, Hauptbasis dann in dem Moment ist, die Möglichkeit, jedes Mal Waffen zu switchen. Also wir haben ja jetzt schon gute Waffen da, aber ein paar mehr wären ja nicht schlecht, ne? So. Na, jetzt rumst das hier aber nur noch, weil alle hinterher rennen. Gut, geben wir noch mal ein bisschen Gas. Ah, doch, das ist schon... Ah, kleine Stückchen. So, ich guck mal kurz auf der Karte. Wir laufen eigentlich auch nicht richtig, ne? Ne, wir müssten hier geradezu... Es ist eigentlich ein sehr kurzes Stückchen. Komm, wir machen es einfach so. Ich bin jetzt gerade zwar ein bisschen am Ring mit mir so, weil es halt jetzt sehr lange dauern wird, bis wir jetzt da oben sind, aber... Hey. Und wir haben wieder mal eine Weißlichtlampe. Haben wir auch schon lange nicht mehr. So, jetzt müssten wir hier noch ein Stück weiter zur Seite gehen. Ich hoffe, das reicht mit dem Gewicht aus. Ja, komm. Einmal hoch hier. Und ich hoffe, wir haben nicht allzu schwere Gegner. Na gut, unser Revolver hat halt eine legendäre Zeitlupe. Damit könnten wir hoffentlich auch gut genug treffen. Ich fühle mich so erleuchtet. Ah, Curry kommt da hinten jetzt auch an. Gestampft. So. Aber so eine Escort-Mission jetzt hier wäre jetzt auch nicht schlecht mehr, weil wir haben ja jetzt unseren kleinen Liberty Prime immer mit bei. Ich find's nicht schlecht. Gut. Jetzt müssten wir jetzt hier nur noch die Straße lang und dann haben wir es auch schon so gut wie geschafft.
Dann sind wir auch schon fast am Vault angekommen. Wie gesagt, die anderen Rüstungen werde ich dann halt mal offscreen holen, wenn ich mich mal im Vault auslogge. Dann werde ich hoffentlich dran denken. Ich werde es mal auf die To-Do-List schreiben und mir dann einfach mal die Power-Armung schnell und sauber vom Diamond City aus holen. Oder von Hanksman Alley. Eigentlich von beiden. Und Alter. So, aber was ich bemängel, er benutzt halt nicht das Jetpack. Also sprich, es wäre auch noch nicht die richtige Rüstung für ihn. Auch da müssen wir nochmal gucken, dass wir ihm vielleicht doch eine bessere Rüstung geben. Und vielleicht auch eine für seine Zwecke angepasste Rüstung würde halt auch sehr gut kommen, finde ich. Weil die Rüstung, die er jetzt anhat, die ist ja jetzt nicht wirklich auf ihn aufgestimmt und angepasst. Also eher so, ja, hast du bekommen und gut ist. Stell dich damit zufrieden. Aber mal gucken, das können wir ja gleich mal ein bisschen machen. Wir haben ja gleich ein bisschen Zeit. Und wir könnten dann auch vielleicht noch ein bisschen lackieren und ein bisschen viel Krimskrams machen. So. Jetzt machen wir uns das nämlich gleich super einfach. Heißt, ich werde jetzt gleich Curie sämtliche Waffen wieder wegnehmen. Die dann hier vorne gleich in die Tonne schmeißen, die wir da haben. Na, erstmal gehen wir selber dahin. So, können unser Licht auch mal ausmachen. Okay, die beiden kommen gerade irgendwie nicht so richtig nach. Ah, doch, jetzt. Aufgepasst. So, dann gib mir mal den. Und den, und den, und den, und das hier auch. Warum du eine Impro-Automatikpistole hast, weiß ich noch nicht, aber hey, die hast du halt. Und, ja, das sollst du ja eigentlich ausgerüstet haben. So, das gibst du mir jetzt mal auch. Dann kriegst du das hier wieder auf, damit die Rüstung wieder komplett ist. Die Splittergranaten brauchst du eigentlich auch nicht. Was ist denn eigentlich die Waffe, die du hast? Ach, hier ist sie. Cosmo. Ja, genau. Das Lasergewehr. Kleidung. Wir hatten ja hier eine Kleidung drinne. Cosmo. Irgendwas mit Cosmo. Hier, Captain Cosmos Raumanzug. Ja, den würde ich dir auch mal eher wieder geben. So. Und dann werden wir jetzt hier erstmal Waffen hineinlegen. So. Die können wir ja gleich immer noch wieder rausholen. So. Jetzt können wir uns nämlich freier bewegen. Jetzt müssen wir hier nur einmal wieder rumrennen. Und zu unserer Homebase hinrennen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen am Vault stört halt. Ne? Also, man kann zwar unterirdisch immer sicher gehen. Also bis jetzt ist hier nie was nachgespawnt, wenn ich hier rumgelaufen bin. Auch wenn ich mich mal verirrt habe. Hätte ja gedacht, okay gut, dadurch, dass wir jetzt hier halt offen haben, könnte das halt sein, ja hey, dass da jetzt irgendwas ist. Und nachspawnt, also seine Todeskralle oder die ganzen anderen Viecher. Aber bis jetzt ist nichts weiter nachgespawnt. Heißt, wir haben hier eigentlich freie Befehlsgewalt. Gut, dann die Rüstung jetzt hier einmal nach oben abstellen. So. Das ist natürlich ganz blöd, dass wir uns jetzt natürlich das Bein gebrochen haben. So, hier müssen wir natürlich jetzt auch noch den Fusionskern rausnehmen. Jetzt haben wir uns das Bein gebrochen und sind halt auch immer noch zu schwer. Dann drücke ich mir doch lieber nochmal ein Stimpack rein. Ist jetzt nicht so schlimm. Und hier werden wir jetzt gleich auch nochmal ein bisschen erstmal ablegen, würde ich sagen. Das ist ein Revolver. Jetzt habe ich auch schon die große Waffe weggepackt. Ne, ist ja nicht so weiter schlimm. Hauptsache, wir können uns erstmal wieder ein bisschen bewegen. Und ich werde jetzt wohl wahrscheinlich doch nochmal hier ein bisschen was brauchen.
Dann machen wir aber hier natürlich zusammen. Gehört halt auch mal mit dazu. So, jetzt brauchen wir hier mal wieder Auslagen. So, ein bisschen näher zusammen. Hier auch noch eine hin. Mich bitte nicht wegschieben, ja? Das wäre nicht so schön. So, dann bekommst du jetzt hier den Mechanist Helm. Und wo haben wir ihn? Mechanist Rüstung. So. Apropos Mechanist. Da bist du ja, Curie. Aufgepasst. Kann ich dir worüber wollen wir reden? Du musst aus deiner Power-Rüstung raus. Wie du wünschst. So. Und du bist ein Nackedeil. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Das habe ich alles dabei. Ja, und das darfst du wieder anziehen, weil du musst ja hier nicht nackig rumrennen. Und die Powerrüstung, die verfrachten wir natürlich nach oben. Du musst ja nicht hier unten rumstehen. Sei vorsichtig, wenn die Abschirmung des Reaktorkerns nicht perfekt ist, kann das schädlich für deine Gesundheit sein. So, hier wieder raus. Einmal aktivieren und schon ist die nächste Power Armor hier. Ah, sieht ja langsam gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, ich muss aber, wenn ich jetzt hier noch mehrere Power Armor hinstelle, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Platz. Also, oder ich müsste unten halt welche hinstellen. Mal gucken. So, wir hatten ja hier... Oh, der ist auch noch leer. Sehe ich gerade. Das heißt, wir könnten hier... wo war's? Silver Shroud hinsetzen. Und du bekommst natürlich auch irgendwas. Notfalls die Captain Cosmos Rüstung. Was du auch bekommen wirst. So, du bekommst die Cosmos Rüstung. Dann sieht es ja hier schon mal ein bisschen sauberer aus. So, und jetzt müssten wir hier letzte Minute. Einäscherer, Aggressotron, General, Breitseiter, Kellogg's Pistole, Nachtaktiv, Old Fatful, rechtmäßige Herrschaft, oh, oh, oh. Ultimatum, Harpune, haben wir noch einen beschleunigten Western Revolver, Junkjet, Sonnenkanone, stimmt, das wäre eigentlich auch was, in den Sniper zu geben, Panzerbüchse. Na, mal gucken. So, jetzt nehmen wir erstmal hier alles raus, was fertige Waffen sind. Zerfetzende Minigun. Das war jetzt nicht so geil. Hier machen wir die Strahlen. Ja, die können wir auch mit rausnehmen. Ach, hier stimmt unser Gauss-Gewehr. Das dürfen wir natürlich nicht wegpacken. Das Kosmos-Gewehr, was wir hier noch haben. Ja, und die... Eine kommt nochmal woanders hin. Sollen wir erstmal die großen Waffen hier loswerden. Das heißt, ich packe jetzt hier die letzte Minute hin. Dann kommt hier natürlich... Haben wir es? Also ich suche jetzt gerade unser... Hier ist unser Gauss-Gewehr. Schall gedämpft und hier packen wir jetzt noch drüber die Sonnenkanone. So, dann haben wir ja hier einen dicken Ständer, da können wir ja schon mal den Einäscherer, den würde ich auch gerne mal mitnehmen wollen. Na gut, packen wir hier erstmal die nachtaktive Gun drauf. Können wir aber gleich gucken, ob wir genug haben. Jetzt brauche ich hier unaufhaltsame Harpune. Jetzt bräuchte ich hier halt noch ein paar mehr Ständer. Er hat Ständer gesagt. Fällt mir dazu immer nur ein. So, ich hoffe, ich habe den jetzt auch gleich richtig rum. Ich glaube, so rum ist der richtig. So. Machen wir hier einfach noch mal ein paar Waffenständer so zwischen. So, dann haben wir hier doch bestimmt noch eine dicke. Ja, der Junkjet auf jeden Fall. Ja, ist richtig rum.
Was haben wir hier sonst noch? Wir haben hier noch zerfetzende Minigun. Ja, wir hatten sie ja lackiert. Also, kann okay sein. Gut, wir hatten hier aber auch noch jede Menge Pistolen. Das war aber, glaube ich, doch. Das zählt als Pistole. Dann haben wir hier noch Kellogg's Pistole. Was haben wir noch an Pistolen? Breitseiter, das ist keine Pistole. Hier, die Ultimatum. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier noch einen Western-Revolver beschleunigt. Ah, was haben wir hier sonst noch? Sturmgewehr, Panzerbüchse. Also Pistolen haben wir keine mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt hier die Waffenständer. Also General Chaos. Und hier haben wir noch Old Fatful. Oder Fateful. Rechtmäßige Herrschaft. Okay. Jetzt wird es langsam ein bisschen viel, weil wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Platz hier. Gut, muss ich ja wohl doch unten noch welche hinstellen, oder? Komme ich ja nicht drum rum. Huch. Das wollte ich nicht. So. Und zwar müssen wir ja dann hier nochmal die große Wand hinsetzen. Also für große Waffen. Es ist ein bisschen blöd jetzt. Wir könnten hier nochmal welche hinstellen. Dahin packen. Ich glaube, wir werden dann sowieso nochmal einen extra Raum anfertigen müssen. Da kommen wir ja gar nicht drum rum. So, silberne Pistole. Plasma. Könnten wir hier jetzt noch aufhängen. Ah, das Sturmgewehr, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Da hatte ich auch überlegt, ihnen das in die Hand zu drücken. Das Explosiv-Scharfschützengewehr. Und ja, jetzt haben wir hier wirklich langsam keinen Platz mehr. Aber noch haufenweise Waffen. Na gut, machen wir hier halt auch nochmal zwei hin. So, und so. Jetzt habe ich auch nur noch das Kosmosgewehr, okay. Und, ja, das Tesla. Jetzt wollte ich aber sowieso nochmal kurz gucken, ob ich hier nicht, halt auch so eine gerade Wand hinbekomme. Wäre doch eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, das ging gar nicht. Machen wir mal. Oder sähe das doof aus? Jetzt hier von außen das Ding nochmal so zukleistern. Und hier natürlich auch nochmal. So. Und dann werde ich natürlich auch die großen Dinger brauchen nochmal. So, war da jetzt schon richtig gedreht? Ich glaube nicht. So, hier einmal nochmal hin. Und hier nochmal hin. So, dann wollen wir mal gucken, ist das jetzt auch richtig gedreht? Eine Escherre mal draufpacken. Jo, passt. Und haben wir sonst noch was? Wir haben jetzt nur noch eine Lasermokete und den Breitseiter natürlich. Unseren Breitseiter. Und hier hinten ist ja eigentlich auch noch einer. Ein Platz frei. Naja gut, da können wir dann die Lasermokete erstmal drauf packen. Und jetzt haben wir hier schon fast alle Waffen, die wir hier in Benutzung haben. Was für einen Zweck dieser Volt dient. Ja, dieser Zweck ist halt unser. Es ist halt ein Zweck. Gut, dann haben wir das jetzt auch soweit fertig. Dann mache ich jetzt hier noch die Munition rein. So, und auch die Plasmakartuschen. Und ansonsten, ja, wir haben ja hier noch ein bisschen Stuff. Den können wir hier auch nochmal wegpacken. Gut. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was wir jetzt hier noch brauchen. Fusionskerne habe ich. Heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut
Und ich würde die anderen Power-Rüstungen dann nochmal holen. Die müssten wir dann hier oben dann aber erstmal in die Ecke stellen. Weil die sind ja dann auch noch nicht fertig für die Auslagen. Und ich muss mir dann hier nochmal irgendwas überlegen, dass wir das hier dann ein bisschen besser hinkriegen. Und dann mal schauen. Und warum haben wir jetzt 999 Munition? So viel haben wir doch gar nicht. Wir haben gar keine Munition. Ich habe die weggepackt. Ich habe sie weggepackt. Na gut, dann hole ich mir hier nochmal meine 300 Schuss raus. So. Ah, jetzt ergibt es auch wieder einen Sinn. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier jetzt den Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.